lieber Fantasy-Fan. Schön, dass du da bist. Heute hörst du das Kapitel 7, Erste Stunden mit Gio Paco. Viel Spaß beim Zuhören. Die Tage vergingen für Naina wie im Flug, bis Gio Paco eines Tages zu ihr sprach. Morgen werden wir ein großes Fest feiern, denn in dieser Nacht wird der Mond voll sein und an dem darauffolgenden Tag werden deine Leute unseren Stamm wieder verlassen. Ich hoffe, du hattest eine schöne und unbekümmerte Zeit bei uns, bevor du mit Flinker Wolf in die Wälder ziehen wirst und dort die ersten Strapazen seiner Lehren auf dich nehmen musst. Ach ja, Urgroßvater, ich hatte wirklich eine schöne Zeit bei euch und ich liebe dieses Land bereits so sehr wie meine Heimat. Ich werde mich sicher weiterhin bei euch wohlfühlen, auch wenn die nächste Zeit einige Entbehrungen mit sich bringen sollte. Gio Paco nickte und antwortete ihr: Ich hoffe, du wirst diese erste Zeit wirklich mit Würde tragen. Viele sind vor dir nachts aus den Wäldern geflohen oder wollten sich nach Tagen und Nächten der Einsamkeit angstvoll vor dem nächtlichen Heulen der Wölfe in Sicherheit bringen. Anfangs waren sie auch zuversichtlich wie du und dachten, mit den Wölfen im Bunde zu sein. Doch Wildnis und der direkte Kontakt zu diesen Wesen ist etwas anderes, wie nur in Gedanken mit ihnen zu sprechen. Aber ich hatte doch mit Rilana auch direkten Kontakt und bin nicht vor ihr zurückgeschreckt. Wie könnte ich mich vor dem nächtlichen Heulen meiner Brüder und Schwester flüchten wollen? Ich sagte ja nicht, dass du es tun wirst. Ich wollte dir nur sagen, wie es einigen vor dir gegangen ist. Ich setze große Hoffnung in dich, da ich bis zum heutigen Tag keinen würdigen Nachfolger fand. Flinker Wolf besitzt alle Kenntnisse der Natur, doch ihm fehlt genau wie meinem Sohn Giova die Gabe, sich gedanklich mit den Wölfen in Verbindung zu setzen. Beides zusammen aber ist sehr wichtig, wenn du eine wahre Wolfsschamanin werden willst. Viele Jahre des Lernens werden folgen, doch die erste Zeit ist die wichtigste. In ihr zeigt sich, ob du geeignet bist oder mit halbem Wissen weiterleben musst. Naina war sich der schweren Bedeutung seiner Worte noch nicht bewusst, und Gio Paco ließ es dabei bewenden. Schau, ob dein bestes Kleid für das morgige Fest bereit ist. Alles andere können wir besprechen, wenn die Zeit gekommen ist. Naina dankte Gio Paco für das Gespräch und war diesmal froh, in ihr Tibi zu kommen und sich zu solch belanglosen Dingen wie ihrem Kleid und den passenden Mokassins für das Fest zu widmen. Der nächste Tag schwand schnell dahin, in fröhlichen Vorbereitungen für das abendliche Fest. An allen Feuern wurde gekocht oder gebraten. Junge Frauen saßen vor ihren Tibis, besserten Kleider, Mokassins, Ketten oder den Federschmuck ihrer Männer aus, um bei dem Fest würdig zu erscheinen. Blutrot ging die Sonne am Horizont unter, als sich die ersten Frauen und Männer versammelten. Naina betrat an der Seite ihrer Mutter den großen Festplatz, auf deren Mitte bereits ein großes Feuer brannte. Über zahlreichen kleinen Feuern ringsherum wurde das Festessen, das bereits tagsüber vorbereitet worden war, warm gehalten. Die ersten Trommeln schlugen,
Rasseln und Flöten stimmten in die Melodien ein. Giopacco betrat gekleidet in sein mächtiges Wolfsfell die Mitte des Platzes und begann mit stampfenden Füßen einen Tanz. Mit kräftiger Stimme sang er ein Lied zu Ehren des Mondes, der langsam am mittlerweile schwarz gewordenen Himmel aufgegangen war und das Dunkel der Nacht vertrieb. Giopacco besang Mond und Sterne, Sonne und die Welt. Dabei tanzten die Wolfspfoten des Felles, welche er trug, rhythmisch mit seinen Schritten. Und wieder fiel Nainat dabei ein, dass sie über all ihre Fragen an Giopacco eine Frage vergessen hatte, die, warum er das Fell eines toten Wolfes trug. Heute Abend würde sie ihn gewiss am Lagerfeuer danach fragen. Genau wie beim rituellen Tanz des Sekani-Stammes tanzten nach und nach alle Frauen und Männer mit und wiegten sich bald rhythmisch nach den Tönen der Musik. Der Gesang wurde lauter und schließlich fassten sich alle Stammesmitglieder bei den Händen und bildeten einen großen Kreis. Für kurze Zeit lösten sich die Hände voneinander. Die Tanzenden nahmen die ihnen dargereichten Schalen mit Kräutersaft, um davon zu trinken. Naina schüttelte sich kurz, als sie von dem bitteren, ungewohnten Getränk gekostet hatte. Doch bald wich der unangenehme Geschmack einer wohltuenden Wärme. Schneeweiße Wölfin, aufgehende Sonne und wütender Bisonstier wurden in die Mitte der Tanzenden genommen und hielten sich wie am Tage ihrer Abreise vom Sekani-Stamm an ihren Händen. Naina reiste nicht mit ihnen, und so stand sie im äußeren Kreis mit den Personen, die um den Segen Manitus für die Reisenden baten. Die Gesänge unterschieden sich kaum von denen des Sekani-Stammes, und Naina fiel bald in den Singsang der Menge ein. Langsam wiegte sie die eintönigen Worte des Liedes und die schaukelnden Schritte des Tanzes in Trance. Wie vor Wochen am Abend vor ihrer Abreise gingen ihre Gedanken auf Wanderschaft und sie lief wie auf Pfoten durch ein felsiges Gebiet. Araka und Rilana stimmten ihr Jagdlied an. Das Rudel fiel mit ein. Sandora jaulte aus dem Inneren der Höhle. Sie hielt noch immer Wache bei den Welpen Rilanas, wenn diese mit dem Rudel auf größere Jagden ging. Araka lief seinem Rudel voran, den schmalen, felsigen Pfad hinauf, der im Gebirge oberhalb ihrer Höhle auf einem Plateau endete und sie in ein großes Jagdrevier führen würde. Der leuchtende Vollmond ließ die Jäger in der Nacht noch besser sehen wie in anderen Nächten, und sicher würde zahlreiches Wild im milden Licht des Mondscheines auf den Grünflächen hinter dem Gebirge äsen. Naina sah mit den Augen einer Wölfin den Vollmond beschienenen Felsenpfad, und plötzlich kamen ihr die Worte Giopacos in den Sinn, die gesagt hatten, sie könne ein Baum, eine Pflanze oder ein Wassertropfen sein. Jetzt wusste sie, sie konnte in ihrem Geist alles sein. Baum, Pflanze, Wasser, Tier oder wie jetzt eine Wölfin. Inmitten ihres Rudels auf der Jagd. Die
Die Wölfe hatten die Anhöhe erreicht und Araka führte sie auf einen Wald zu, in dem sich zahlreiche Auen befanden. Wie bei ihrer ersten Jagd folgte Naina lautlos dem Rudel. Aufgeregt schlug sie mit ihrer buschigen Rute in die nachtblaue Luft Halbkreise. Weich und vom ersten Nachttau feucht, fühlte sie das Gras unter den Ballen ihrer Pfoten. Geschickt wich sie Steinen und Wurzeln aus, die ihr im Wege lagen. Die Gruppe hatte eine Lichtung erreicht und Araka gab das Zeichen zum Stehenbleiben und lautlosen Verharren. Rilana setzte sich ruhig auf ihre Hinterläufe. Ihre jahrelange Jagderfahrung hatte sie längst geduldig gemacht. Gemächlich drehte sie ihren mächtigen Kopf in Nainas Richtung und blickte ihr lange in die Augen. Geh, sagte sie bestimmt im Geiste zu ihr, wenn du zu lange bleibst, kann es passieren, dass dein menschlicher Körper leer zurückbleibt und deine Lieben werden dich betrauern müssen. Du musst aber bei ihnen bleiben, um zu lernen und Giopagos Erbe anzutreten. Später kannst du wiederkommen und so lange bleiben, wie du magst. Doch zuerst muss dein Geist lernen, ohne gesundheitlichen Schaden für deinen Körper bei uns zu verweilen. Geh jetzt rasch, kleine Mondscheinwölfin, und gib auf dich acht. Naina war kraftlos in die Arme zweier Stammesmitglieder gesunken. Die Dosis des Kräutertrankes war stark gewesen und sie hatte mehr davon zu sich genommen, wie bei dem ersten Ritual, an dem sie teilgenommen hatte. Rasch flößte eine junge Frau Naina kühles Wasser ein, doch es dauerte eine lange Weile, bis sie ihr Bewusstsein wiedererlangte. Um sie herum ging der Tanz weiter. Tainje, sein Tesan und Kiba wiegten sich noch immer im Trance in der Mitte des Kreises. Naina wurde zu einem Fell geführt, wo sie sich niederlegte und wartete, bis der Tanz vorüber war. Giopaku kam und brachte ihr eine heiße Suppe, die sie stärken sollte. Es dauerte nicht lange und Naina fühlte sich wieder wohler. Sie setzte sich auf und betrachtete Giopaku, der sich neben sie gesetzt hatte. Sie sah zum ersten Mal aus der Nähe das riesige Wolfsfell, das Giopaku bei besonderen Anlässen trug. Giopaku sah ihre Blicke und noch ehe Naina die Frage nach dem Fell stellen konnte, spielte ein wissendes Lächeln um Giopakus Mund und ihr Urgroßvater sagte: Du musst noch viel lernen über Leben und Tod, kleine Wölfin. Naina sah ihn erstaunt an. Giopaku sprach unbeirrt weiter: Dem Wolf ist es gleich, ob sein Fell in den Wäldern unseres Landes verrottet oder ob ich es zu seinen Ehren noch viele Jahre trage. Er ist eines natürlichen Todes gestorben, und ich fand den toten Körper des Leitwolfes im Wald, ganz in der Nähe unseres Dorfes. Es war derselbe Wolf, der unseren Stamm das Leben rettete, als er uns vor dem Hungertod bewahrte. Naina Augen wurden groß und hingen gebannt an den Lippen ihres Urgroßvaters. Leise und nur für Naina hörbar sprach er weiter. Sein Rudel bewachte seinen toten Körper noch tagelang. Traurige Klagelaute klangen durch den Wald und die Berge ringsherum.
Wölfe, Wölfinnen und Welpen hatten seit Tagen keine Nahrung zu sich genommen, und es schien fast, als würden die sonst so schlauen Wölfe die Dummheit begehen und an der Seite ihres geliebten Leittieres verhungern wollen. Es hat mich damals viel Überredungskunst gekostet, das Rudel zu überzeugen, ihr Leittier zu verlassen und auf Nahrungssuche zu gehen. Ich habe ihnen in jener Nacht das Versprechen gegeben, Aligga, den Leitrüden, unvergesslich zu machen und sein Fell eines Tages an einen würdigen Nachfolger zu vererben, der ihn wiederum weitergeben würde. Und Aligga würde somit unsterblich sein und seine Geschichte unvergesslich bleiben. Urteile also nicht vorschnell, kleine Mondscheinwölfin, und lerne, dass viele Dinge nicht das sind, was sie im ersten Moment scheinen. Giopago war bei seinen letzten Worten aufgestanden und forderte Naina auf, ihm zu dem großen Lagerfeuer zu folgen. Du wirst ab morgen genug Dinge lernen, also folge mir und leiste heute Abend deinen Lieben noch ein wenig Gesellschaft. Eine lange Zeit wird ins Land gehen, bis ihr euch wiedersehen werdet. Also genieße noch ein paar Stunden mit ihnen. Naina verbrachte den Abend bis in die Nacht hinein an der Seite ihrer Mutter und in der Gesellschaft Kivas. Das Festmahl war köstlich. Als Naina und Kiva bemerkten, dass sie junges Hirschfleisch aßen, mussten sie an den von ihnen erlegten Hirsch im Tal des Wasserfalls denken. Und beide lachten herzlich über dieses Erlebnis. Nach dem Essen wurde getanzt und später erzählten die Älteren des Stammes Geschichten aus vergangenen Zeiten. In dieser Nacht schliefen alle unter freiem Himmel. Nur vom Schein des riesigen Lagerfeuers bewacht und in ihre Felle gehüllt. Früh am Morgen erwachte Naina von den ersten Sonnenstrahlen, die ihr Gesicht erwärmten. Sie war nicht die Erste. Einige Frauen bereiteten bereits ein Frühstück für alle Stammesmitglieder vor. An diesem Morgen würde entgegen ihrer üblichen Sitte zu Ehren der Abreisenden alle Stammesmitglieder gemeinsam frühstücken. Taine, Saint-Desan und Kiva waren bereits am Packen. Sie wollten bis zum Mittag den schattigen Wald erreicht haben und durften daher nicht zu spät aufbrechen. Nach dem Frühstück sattelten die Reisenden ihre Pferde und Taina nahm ihre Tochter zum Abschied in die Arme. Tränen schimmerten in ihren Augen, als sie Naina bat, auf sich aufzupassen und so bald als möglich zu ihrem Stamm zurückzukehren. Danach verabschiedete sich Saint-Desan von Naina und beide Frauen gingen zu ihren Pferden, um Kiva und Naina bei ihrem Abschied voneinander allein zu lassen. Kleine Mondscheinwölfin, ich werde sehnsüchtig auf deine Rückkehr warten, sprach Kiva wehmütig, doch mit verlegen gesenktem Blick. Ich werde freudigen Herzens zu dir zurückkehren, Kiva. Ich möchte es nicht zu lange vermissen, dich beim Wettreiten zu besiegen, antwortete Naina verschmitzt, um die traurige Stimmung zu vertreiben. Ich wünsche euch dreien eine gute Heimreise. Möge Manitou
und eure Schutzgeister euch behüten. Nach und nach kamen die Stammesmitglieder, um der kleinen Gruppe eine gute Reise zu wünschen und ihnen kleine Geschenke mit auf ihrem Weg zu geben. Als sie sich von all ihren Lieben verabschiedet hatten, stiegen Tainje, Sein Tesan und Kiba rasch auf ihre Pferde und verließen unter den Klängen der Trommeln und den Zurufen ihrer Verwandten das Dorf der Wolfsindianer. Naina winkte ihnen noch lange nach, doch keine Träne hatte sich in ihre Augen gestohlen, denn ihre Gedanken und ihr Herz waren bereits bei Gio Paco, flinker Wolf und den Wölfen. Gio Paco war unbemerkt hinter Naina getreten und fasste jetzt um ihre Schultern. Kommt, Naina Paco, folge mir in mein Tibi. Du sollst bei mir wohnen, bis du in 2 Tagen mit flinker Wolf in die Wälder aufbrichst, um mehr über Pflanzen und Tiere zu erfahren. Naina folgte ihrem Urgroßvater, ohne sich noch einmal umzudrehen, in ihr neues Leben. Den ganzen Tag verbrachte Naina mit Gio Paco im Tibi. Er erzählte ihr vom Rudelverhalten der Wölfe und erklärte ihr einzelne Laute ihrer Sprache. Naina ahmte sie mit großem Eifer nach. Danach heulte ihr Gio Paco Wolfslaute vor, und Naina musste sie erraten, was sie bedeuteten. Naina lernte zur Freude von Gio Paco rascher wie all seine Schüler und Schülerinnen vor ihr, und am Ende seiner Lektion stimmte er darüber ein Freudengeheul an, in das Naina laut einfiel. Lachend beendeten die beiden diese ersten Lehrstunden. Wölfe müssen auch essen, sie können nicht nur vom Jaulen leben, bemerkte Gio Paco, als sich sein Magen zu melden begann. Naina nickte und sah sich im Tibi nach Essensvorräten um. Nein, Naina, Wölfe haben selten Vorräte, sie lieben frische Beute und fressen selten Nahrung, die viele Tage alt ist. Lass uns gemeinsam auf die Jagd gehen und zeige mir, wie gut deine Kenntnisse darin sind. Vielleicht kann ein alter Mann wie ich dir noch ein paar gute Tricks beibringen, endete Gio Paco lachend und zwinkerte Naina dabei zu. Naina freute sich darauf, nach den Stunden, die sie fast stillsitzend im Tibi verbracht hatte, unter freien Himmel zu kommen und reiten und jagen zu dürfen. Ungestüm, wie es noch immer ihre Art war, sprang sie auf, griff zu Kios Zaumzeug, seiner Decke und dem Sattel, und ehe Gio Paco noch etwas sagen konnte, war sie aus der Tibi-Öffnung verschwunden. Gio Paco nahm gemächlich Pfeil, Bogen und seinen Speer und verließ mit ruhigen Schritten das Tibi und folgte Naina zu den Weiden. Dort angekommen ließ Gio Paco ein langgezogenes Heulen ertönen, und sofort löste sich aus der Menge der Pferde ein kräftiger schwarz-weißer Schecke, kam auf den Schamanen zugetrabt und stoppte kurz vor ihm. Liebevoll tätschelte Gio Paco seinem Pferd den Hals und führte ihn dann zu den Anbindestangen, an denen Naina bereits ihr Pferd striegelte. Die Pferde hatten sich zuvor auf dem Boden gewälzt. Dies taten sie gerne auf sandigen oder erdigen Stellen, um sich so von Ungeziefer zu befreien oder sich ihr Fell zu reiben. Den Sand, die Erde und Grasflecken, die dabei auf ihren Körpern haften blieben, wurden von ihren Besitzern vor jedem Ausritt sorgsam entfernt,
um so Druck- und Scheuerstellen auf dem Rücken der Tiere zu verhindern. Nach einer Weile hatten Giopacco und Naina ihre Pferde geputzt und gesattelt. Naina war bereits aufgestiegen und wartete, bis Giopacco im Sattel saß. Erstaunlich rasch stieg er auf seinen Schecken, der ein gutes Stück größer wie Nainas Pferd war und den Namen Taka Wing, schneller Huf, erhalten hatte. Naina sah bald, dass Taka Wing seinen Namen zurechttrug. Sobald sie das Dorf verlassen hatten und Giopacco rascher ritt, hatte Naina auf Kio Mühe, ihm zu folgen. Zu Nainas Erstaunen steuerte Giopacco auf die Ebene zu, die sie bei ihrem ersten Ausritt in dieser Gegend in das Gebiet der Schwarzfeder-Indianer gebracht hatte. Doch als sie die Ebene hinter sich gelassen hatten, ritt Giopacco nicht Richtung Osten, sondern nach Westen, auf das der Felslandschaft gegenüberliegende Waldgebiet zu. Giopacco saß aufrecht, wie ein stolzer junger Krieger im Sattel. Er schlug teilweise einen so scharfen Galopp ein, dass er nach einer Weile sein Pferd zügeln musste, damit Naina ihm folgen konnte. Nainas Bewunderung für ihren Urgroßvater nahm noch zu, und sie fragte sich insgeheim, wie es ihm möglich war, in seinem Alter körperlich noch so gesund und derart wendig und geschickt zu sein. Giopacco brachte Takawing in einen ruhigen Schritt und lenkte ihn zum Waldrand. Naina folgte ihm. Ihr Gesicht war vor Freude über den herrlichen Ausritt mit Giopacco gerötet und ihre Augen strahlten. Giopacco hatte eine lichte Stelle zwischen den sonst dicht zusammenstehenden Bäumen gefunden, und bald befanden sie sich auf einem Pfad, der von zahlreichen Tierpfoten als Weg benutzt worden war. Giopacco hielt Takawing zum Halten an und deutete mit seiner Hand auf den Pfad. Dies ist der Hauptweg des Wolfsrudels aus diesem Gebiet. Schau dir die Pfotenabdrücke an. Siehst du die vier etwas breiter gespreizten Zehen mit den Krallenabbildungen und den Ballen? Dies ist der Abdruck der Vorderpfote. Und nun schau dir den Abdruck der Hinterpfote an. Du siehst ihn direkt dahinter. Die beiden Zehen in der Mitte liegen etwas enger beieinander, wie bei den Vorderpfoten. Man kann es nur mit gutem Auge erkennen. Vor undenkbar langer Zeit hättest du die beiden Abdrücke besser voneinander unterscheiden können. Unsere Freunde haben nämlich am Vorderlauf 5 Zehen. Doch die Natur ließ die fünfte Zehe verkümmern, da sie die Wölfe zum Laufen nicht mehr benötigen. Und als unnötig, alles Unnötige wird von der Natur schlauerweise abgeschafft. Die fünfte Zehe ist aber als Rest noch vorhanden, und du kannst, wenn du dir den Vorderlauf eines Wolfes einmal aus der Nähe betrachtest, eine scharfe Kralle über der Pfote am Vorderlauf erkennen. Diese berührt nicht mehr den Boden, doch ist sie unseren Freunden noch hin und wieder nützlich, zum Beispiel, wenn sie eines ihrer Beutetiere einmal nicht mit ihrem Fang festhalten können. In dieser Situation versucht der Wolf seine Vorderpfote um das Bein des Beutetieres zu legen, oder er packt einen anderen Körperteil mit beiden Vorderbeinen. Dabei graben sich die Krallen der fünften Zehe ins Fleisch und helfen somit beim Festhalten und Niederringen der Beute. So sind die Krallen der fünften Zehe noch immer nützlich, und die schlaue Natur
lässt sie sich auch heute noch bei jedem Welpe entstehen. Naina hatte Giopacos Worten interessiert gelauscht. Sie betrachtete dabei aufmerksam die Fährten auf dem Weg. Giopaco trieb sein Pferd wieder zum Schritt an. Dabei drehte er sich im Sattel um und sprach zu Naina: Wir werden dem Pfad der Wölfe folgen und sehen, wohin er uns führt. Naina nickte zu seinen Worten und wollte ihn jetzt nicht an die Jagd erinnern, zu der die beiden aufgebrochen waren, um Nahrung für ihr gemeinsames Abendessen zu beschaffen. Lieber wollte sie den ganzen Tag über den Spuren der Wölfe folgen und Giopacos Lehren lauschen und dafür am Abend Trockenfleisch essen, als ein Stück Wild zu erlegen und nichts Neues über die Wölfe zu sehen oder zu hören. Eine Weile ritt Giopaco wortlos vor Naina her. Plötzlich hob er seine Hand und gab ihr das Zeichen zum Halten. Behend stieg Giopaco vom Pferderücken und deutete Naina, es ihm gleich zu tun. Wir müssen den scharfen Geruchssinn, mit dem die Wölfe ihre Beute wittern, aber auch Eindringlinge aufspüren, überlisten. Diese Wölfe in diesem Gebiet kennen uns nicht, so wie das Rudel unseres Tales. Darum müssen wir möglichst unbemerkt an sie heranschleichen, flüsterte Giopaco Naina zu. Noch ehe sie sich versah, griff Giopaco auf den Boden, nahm eine Handvoll Erde und Laub und rieb sich damit Arme, Beine, Hals und Gesicht ein. Seine Kleider verschonte er von dieser Prozedur, denn sie waren genau wie Nainas Kleider aus Tierhäuten gefertigt und würden dem Rudel nur schwer den Geruch von Menschen verraten. Auch die Pferde wurden von den Wölfen nicht als Feind gewittert und brauchten nicht getarnt zu werden. Schmunzelnd über ihre erdverschmierten Gesichter bestiegen sie ihre Pferde und folgten schweigend dem Trampelpfad der Wölfe. Ihr Weg führte sie noch eine Weile zwischen den Bäumen hindurch, bis er sie an Buschwerk vorbei auf eine Waldlichtung führte. Abermals hob Giopaco seine Hand, um Naina das Zeichen zum Halten zu geben. Schweigend ließ er seinen Blick über die Lichtung wandern und Naina folgte seinen Blicken. Plötzlich hielt sie vor Erstaunen ihren Atem an. Zwischen den Bäumen am gegenüberliegenden Rand der Wiese gewahrte sie mehrere Wölfe, sah ihre Körper oder von manchen nur die Rute oder das glänzende Fell ihrer Rücken. Mitten unter ihnen balgten sich am Boden mehrere Welpen, sicher im Schutz des ganzen Rudels geborgen. Giopaco brachte sein Pferd in einen ruhigen Schritt. Naina folgte ihm, und so umrundeten sie die Lichtung, um sich von einer anderen Seite näher an das Wolfsrudel heranzupirschen. Als sie nur noch wenige Meter von dem Rudel entfernt waren, stieg Giopaco von seinem Pferd und deutete Naina, es ihm gleich zu tun. Auf leisen Sohlen pirschten sich die beiden noch näher an die Wölfe heran. Giopaco sah sich nach einem geeigneten Baum um, auf dem er und Naina ohne große Mühe und Gefahren klettern könnten. Bald hatte er einen Baum entdeckt, dessen kräftige Äste fast bis auf den Waldboden ragten. Geräuschlos und flink kletterten die beiden auf den Baum und suchten sich einen einigermaßen bequemen Ast als Sitzplatz und Beobachtungspunkt. Naina wagte kaum zu atmen und schaute nun aus der Höhe gebannt auf das Rudel hinab.
eine ganze Wolfshorde im Geiste oder in der Wirklichkeit zu sehen, unterschied sich für sie wie Traum und Wachsein. Sie nahm jede Kleinigkeit in sich auf, sah die einzelnen Farbvarianten im Fell der Wölfe, bemerkte die Unterschiede in Größe und Statur der Tiere und versuchte nun, an ihrem Verhalten die Rangordnung des Rudels zu erkennen. Eine große, kräftige Wölfin lag in unmittelbarer Nähe der Welpen. Sie musste die Leitwölfin und die Mutter der Kleinen sein. Ein jüngeres Weibchen stand auf der anderen Seite der spielenden Kleinen und ließ sie nicht aus den Augen. Neben ihr rauften sich zwei halbwüchsige Rüden und schienen in ihrer Tollheit beim Spiel die Welpen übertreffen zu wollen. Diese drei könnten aus dem Vorjahreswurf stammen und hielten sich wie üblich in der Nähe ihrer jungen Geschwister auf. Etwas abseits der kleinen Schar stand ein Wolfsrüde, der an Größe und Statur alle anderen überragte. Aufmerksam blickte er sich um und hob seine Nase immer wieder prüfend, witternd in die Luft. Naina hatte keine Zweifel daran, dass es sich um das Leittier handelte, der für die Sicherheit des ganzen Rudels sorgte. Naina zählte insgesamt 14 Tiere. Einige hielten sich in respektvoller Entfernung und doch in der Nähe des Leitwolfes auf. Jetzt kam ein Jungwolf zu ihm hinüber, klemmte unterwürfig seine Rute ein und duckte sich vor ihm. Langsam näherte er sich dem Chef des Rudels, senkte seinen Kopf unter den seinen und begann auffordernd, das Kinn des Leitrüdens zu lecken und anzustupsen. Der Leitrüde ging gutmütig auf die Aufforderung ein, leckte dem Jungwolf das Fell und begann kurze Zeit später mit dem Jungwolf zu spielen. Bald war die ganze Gruppe von der Ausgelassenheit angesteckt und tobten und tollten gemeinsam umher, als seien sie alle miteinander noch Welpen. Selbst die zuvor noch träge wirkende Leitwölfin hatte sich erhoben und spielte mit ihren Welpen, die sie sofort übermütig an ihre Rute hingen oder versuchten, auf ihren Rücken zu springen. Naina wusste aus Erzählungen, dass Wolfsrudel auf diese Art ihre natürlichen Aggressionen im Spiel ausglichen und spielerisch die Rangordnung festigten. Zärtlichkeiten und Körperkontakt austauschen konnten. Als die Gruppe des Spielens müde war, legte sich ein Tier nach dem anderen nieder. Sie beleckten sich gegenseitig ihr Fell und dösten nach und nach ein. Bald waren auch die Welpen eingeschlafen und nur einige wenige der älteren Wölfe hielten gemeinsam mit dem Leitrüden Wache über ihr kleines Rudel. Leise kletterte Giopacco von dem Baum und Naina folgte ihm. Sie stiegen wortlos auf ihre Pferde und verließen das Gebiet der Wölfe. Das war der erste Teil von Folge 7. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören.